Doch. Warte. Ach so, ihr wollt jetzt schlafen. Na gut. Ich Nein, leg dann. Frank, Schlafenszeit war jetzt nicht das Thema, was Simon ansprechen wollte. Ich meine jetzt hier im Spiel Schlafenszeit. Ja. Ja, genau. Das meinte ich. Mist. Du bist blöd. Was? Du bist blöd. Warum denn? Darum. Legt euch jetzt mal alle hin. Ich lieg schon. Sag nö, macht's aber trotzdem. Ja, total komisch. So, jetzt bin ich rausgekommen. Danke. Wisst ihr, was ich doof finde? Was denn? Dich selbst. Du hast Silver Birch und Apple Oak. Ach, das sind die ganz normalen Saplings im Prinzip, oder? Ja, so in etwa. Nur halt mit ein bisschen besseren Werten wahrscheinlich. Ja. Okay, ich habe nur gedacht, die hätten vielleicht ein anderes Aussehen, zumindest slightly, aber nein, gar nicht. Ach ja, hast du die. Das Fuel für die Turtle ausgestellt? Was? Sonst braucht das Ding nämlich Fuel. Ich meine, ich jetzt angelassen. Das ist ungünstig. Kann man nicht einfach Kohle reinpacken oder Lava? Keine Ahnung. Ich habe das immer ausgestellt, weil mich das nervt. Ich war der Meinung, die könnten auch auf Lava und Kohle laufen. Ja. Keine Ahnung. Muss ich ausprobieren. Also halt alle. Ja, alles, was irgendwie in den Ofen brennen kann und noch mehr. Na gut. Alles und noch viel mehr. Würde ich kriegen, wenn ich König von Deutschland wäre. Würde ich machen. Womit wir wieder beim Singen wären. Ich kenne den Text nicht so genau. Ja, alles gut. Mediamarkt-Werbung irritiert dabei so ein bisschen. Ach schön, Mediamarkt. Höffner Möbelhaus-Werbung ist auch sehr schön. Welche? Höffner. Höffner. Moskau. Moskau. Achso, diese. Ah, ich verstehe schon. Ach, die ist nervig. Warum? Weil ich die jeden Tag früh und Feierabend höre. Und das ist so extrem nervig. Mach halt den Fernseher aus, beziehungsweise das Radio oder wo immer du das hörst. Kann aber während des Autofahrens nicht ohne Radio auskommen, das geht nicht. Dann schalt halt auf CD. Oder schalt das kann, auf einen anderen Sender. Das geht auch nicht immer. Das kann ich nicht machen, das ist... Das funktioniert so nicht. Kombiniere Finger mit Radio. Was? Die Idee war gut, aber Lilis Arme waren zu kurz. Ja, egal. Verstehe ich nicht. Muss man das verstehen? Ja. Nö. Gut, dann nicht. Adventures halt. So Pony ja. Adventures. Genau. Schon wieder Land's End. Aber diesmal südlicher. Was machst du da immer? Durch die Weltgeschichte rennen auf der Suche nach dem Dschungel und oder Sumpf. Dabei natürlich nicht meine Schere dabei haben. Egal. Was ist eigentlich momentan euer Lieblingslied? Weitere sinnlose Themen ansprechen. Lieblingslied. Schwierig. Doch, da gibt's viele. Ich habe keine Lieblingslieder, deswegen kann ich euch nicht antworten. Deswegen frag ich ja euch. Naja, ja, ja. Du holst dir praktisch Inspiration. Ja. Eben. Muss ich gerade mal so überlegen. Es hängt immer von der Tageszeit ab und so. Von der Stimmung. Ja, das auch. Ja, aber morgens ist eher so ein bisschen Tartarus, Metal, so in Richtung. Nachmittag. Was man bei ihm gar nicht erwarten würde. Ja, ich weiß. Ich als Flötist. Ja. Ich Metal höre. Auf Beerdigungen. Hm. Ja, das auch. How the hell? Ist glaube ich Rock. Oh. Egal. Oh, das war eine gute. Das war eine gute Überleitung. Hä? Einfach nur. Ja, du wolltest weiterreden. Nachmittag. Nachmittags, ja. Hauptsächlich so das Mainstream-Zeug, also Pop. Also Radio.
Unter anderem, ja. Boah, das kann ich irgendwann gar nicht mehr hören. Und abends habe ich Radio? Ein Ja, was? Und abends hast du dann? Und abends habe ich eine Experimentierlaune. Oh. Das geht dann da so über, Dubstep. Dubstep relativ selten, aber Nightcore also zum Beispiel. Witzig, das hätte ich jetzt auch als erstes genannt. Ja. Core. Oder OST, also Spielmusik. Ja. Da muss schon Pokémon im Hintergrund laufen, sonst geht das nicht. Oder Toho, das ist auch sehr schön. Toho. Mhm. Toho, ja, die Musik ist toll. Das Spiel eigentlich auch, wenn man eine hohe Schmerzgrenze hat. Gut sagen. Tja. Ja, das war meine Aussage. Naja, ja. Flunsch. Dieser Realismus aus, ich weiß nicht, 18 Metern Höhe in 1 Meter tiefes Wasser zu springen und dabei trotzdem sich nicht mal einen Zehennagel umzuknicken. Und so. Stahlfüße. Stahlfüße. Lass mich raten, jetzt schon wieder das Land zu enden. Ja, natürlich. Also, wir können uns merken, nach Norden und nach Osten geht die Insel ein ganzes Stück weiter, nach Süden und nach Westen nicht. Wo? So. Hä? So. So. Habe ich doch gar nicht gesagt. Lol. Hä? Ja, ich habe mir aus den ganzen Portal unter die Füße geschossen, mitten im Haus und schwebe jetzt in alle Richtungen. In alle Richtungen gleichzeitig? Hat sich das gelegt? Ja. Oh, okay. Mein Beileid. Katsuki. Bis zum Abendbrot. Ja. Was denn? Das war ein schlechtes Wortspiel. War kein Wortspiel, das ist eine reale Parodie. Ja. Ich weiß schon, ja. Den Mist habe ich auch schon mal gesehen. Das Original oder die Parodie? Nur die Parodie, das Original schaue ich mir auf gar keinen Fall an. Brav. Es soll ja gar nicht so schlecht sein, aber trotzdem werde ich es nicht ansehen. Ruhe, Ruhe. Das ist schlecht. Besser als 50 Grautöne, habe ich gehört. Würde ich mir beides nicht angucken. Wenn da mal ein Film rauskommt, kommt ein Film raus? Shades of Grey. Ich fürchte schon, ja. Ach du Scheiße. Kommt drauf an, wer die Hauptrolle spielt. Hä? Aber auch dieses, was anscheinend ja letztens eigentlich ganz toll auch zu sein scheint, dieses Warm Bodies. Kenn ich nicht mal. Kenn ich nicht. Das ist im Prinzip... Es klingt sowas von erotisch. Es ist ein Liebesfilm. Okay. Liebesfilm mit einem Zombie. Okay. Ja, die Zombies sind auch nicht böse, die Zombies sind ungefähr genauso gefährlich wie die Vampire in Twilight. Glitzern die auch? Die glitzern nicht unbedingt, aber sie können sprechen und interagieren mit normalen Menschen. Soll ich ein paar Eier mitbringen? Ich habe hier gerade ein paar Hühner. Ja, ich kann immer ein weiteres paar Eier brauchen. Ich habe meine noch, schon okay. Gut. Ich bunker die auf Vorrat. Ja. Sind das dann so Einschussteile oder? Nee, zwei Schuss. Ja, jedes Ei einmal. Piu, piu. Du weißt. Ich weiß so viel, weißt du? Ich weiß, ja, du bist ich weiß mehr. Das ist ungünstig. Wir brauchen übrigens noch ganz dringend andere Saplings, weil nur aus den beiden kriegt man nur Apfel und Birke raus. Nee, nicht zwangsweise. Aber höchstwahrscheinlich, weil bis jetzt habe ich nur Apfel und Birke bekommen. Ja, klar. Ja, mehr Setzlinge. Ich weiß nicht, wo ich jetzt noch andere Setzlinge erkriegen soll, weil hier wieder ein Dschungelloch, Dingens. Ich gehe gleich suchen, schon okay. Postbiom in der Nähe ist. Frostbiom, Ein Frostbiom. Bifröst und so. Bifröst. Wohl eher Röstbeef. Sagen wir mal so, Beef Röst ist eine böse Seite.
Okay. Pferde. Und so. Pferde zum selber bauen. Ah, okay. Zeigen wir es. Jetzt hätte ich fast den Namen genannt. Was? Nichts, passt schon. Ach, was soll ich nennen? So viele Namen, zeigen wir es Ines. Das sind nicht die Pferde, die sie interessieren würden. Wahrscheinlich. Weil es eben geschichtlich relevante Pferde sind. Ja, okay. Geschichte und ja, gut. Nein, wir ziehen nicht öffentlich über andere Personen her. So, so. Ja, ich ziehe auch gar nicht über dich her, weil du immer noch nicht weißt, worauf ich anspiele. Genau. Wahrscheinlich weiß ich's doch, aber ich tu nur so. Boah, jetzt hab ich dich. Ich glaube, ich hab mich gerade selber reingelegt. Frag nicht. Ja. Gut. Quecksilber. Und ein Dorf, hurra. Verdammt, ich habe irgendwo einen Fehler, glaube ich. Oh Gott. Nicht in diesem Text. Ach du. Was? Was ist? Erstmal ist da eine Endlosschleife drin. Moment. Oh Gott, nein. Ich will den Fehler nicht finden, nicht suchen. Simon, was ist? Frank hat einen Fehler gemacht. Das hört man. Und es ist ein Fehler an einer nicht tollen Stelle. Du willst. Wieder drin ist, nur ich weiß nicht, wo er ist. Kann ich eigentlich reinschauen und ich sehe das selber, was du gerade programmierst? Ja, oder? Ja, kannst du. Oh, war so schon der. Oh. Bitte nicht, bitte nicht. Schlafenszeit. Nö. Doch. Ah, ich glaube, da ist was. Ha! Schlafenszeit. Gleich. Verdammt. Bang, ich hab's. Was war's denn? Zahl Y gleich Zahl Y minus 1. Genau. Da lag das Problem. Wäre das nicht gewesen, wäre es eine Endlosschleife. Okay. Und der Server hätte sich bestimmt aufgehangen. Mein Problem wäre es nicht. Vielleicht jetzt noch nicht. Ich will noch irgendwas tun, aber ich bin so unproduktiv und ich weiß gerade nicht, was ich noch Gutes tun kann. Und das meiste, was ihr vorschlagt, ist doof. Grab weiter. Du könntest mal ein Gehege für die ganzen Viecher, die hier rumrennen, bauen. Gehege oder eher ein Zwinger? Beides. Mein Gehege würde Freilauf voraussetzen. Mach einen Zwinger draus, ist gut. Ist ja gut, eh noch vorübergehend, die kommen ja wahrscheinlich auch irgendwann unter Tage. Bei uns kommen einfach alles unter Tage. Ja. Aua. Oh, was ist denn passiert? Ich hab mir wehgetan. Oh. Oh, ja. Kommt Papi gleich und tut ein Pflaster drauf. Danke, Mami. Hier kriegst du ein schönes, saftiges Pflaster. Geil. Kotpflaster? Steak. Ganz böser Fetisch, egal. Ich hab dir Steak gegeben. Legst dir auf die Wunde, das heilt alles. Das ist ein schönes, frisches, warmes Steak, das heilt alles. Tut wirklich gut. Toll, jetzt hast du wieder. Oh. Nee, hab ich nicht. Ich hab's in die Luft geworfen. Danke. Du hast es dir durchs Gesicht geschmissen. Durchs Gesicht geklatscht. Ganz lange kannst du vergraben. Kann das nochmal, neu zu kommen. Oh Gott, jetzt muss ich es gedanklich nochmal durchgehen, den Short. Ja, du wolltest es ja coden. Coden wollte ich, ja. Ich hab gecodet. Du warst immer noch nicht auf Toilette, also ehrlich. Und du sagtest auch, du kriegst das hin bis zum Ende. Ja, du hast noch eine halbe Stunde. Könnte fertig sein. Könnte?
Ich muss es einfach probieren, anders geht's nicht. Wie speichere ich nochmal da? Save.